Guten Abend und herzlich willkommen zu Report München. Brommethan ist ein gefährliches Nervengift. Und weil das so ist, ist das Gas bei uns aus gutem Grund verboten. Nun kommen aber tagtäglich hunderttausende Container aus Übersee an, die dort mit diesem Brommethan begast wurden. Und damit dann auch alles, was in den Containern geliefert wird. Kleidung, Kinderspielzeug und vieles mehr. Und so kommt das gefährliche Gift, obwohl es bei uns verboten ist, direkt in unseren Wohnzimmern an. Uli Hagmann und Frank Brendel. Giftalarm im Hafen von Rotterdam. Dieser Container aus Asien ist mit Nervengift hochbelastet und wird jetzt professionell entgast. Wie gefährlich Giftgas aus Containern ist, mussten Arbeiter der Messe München im September 2007 erfahren. Die Männer hatten einen Container mit Maschinenteilen aus Indien ausgeladen. Die ganze Gruppe wurde mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. Es waren insgesamt letztendlich 32 betroffene Personen. 5 mussten wir stationär behandeln, die restlichen konnten wir ambulant behandeln. Haben uns dann mit der Spedition in Verbindung gesetzt und die hat uns dann gesagt, dass diese Container mit Methylbromid begast waren. Methylbromid oder Brommethan ist ein Schädlingsbekämpfungsmittel, mit dem Container aus Übersee behandelt werden, um zu verhindern, dass Pflanzenschädlinge in die EU importiert werden. Doch das hochgiftige Nervengas bringt nicht nur die Schädlinge um, sondern bedroht auch den Menschen. In Südafrika und der Ukraine kam es zu Todesfällen. Immer wieder werden Hafenarbeiter, Zöllner und Lkw-Fahrer mit schweren Vergiftungserscheinungen in Kliniken eingeliefert. Das heimtückische Gas ist geruchlos, unsichtbar und wirkt meist mit einer Verzögerung von 4 bis 24 Stunden. Das Gift wird inhalatorisch und über die Haut aufgenommen und wirkt in erster Linie an den Atemwegen, an den Augen und auch im zentralen Nervensystem. Beim Zoll in Hamburg werden täglich Tausende von Containern abgefertigt. Entsprechend hoch ist die Gefährdung für die Zöllner, weil sie die ersten sind, die Container öffnen und mit Giftgasen konfrontiert werden. Deswegen hat der Zoll Hamburg eine Studie zur Belastung von Importcontainern mit Giftgasen durchgeführt. Die Ergebnisse sind erschreckend. Wir gehen von einer Belastungsgröße von ca. 15% aus bei den Begasungsmitteln, zusätzlich noch durch andere erwähnte toxische Stoffe, sodass wir im Ernstfall annehmen müssen, dass wir bis zu 30% der Container als belastet einstufen müssen. Knapp ein Drittel der Container, die nach Deutschland importiert werden, sind mit Giften belastet. Besonders schlimm, der Großteil der mit Nervengift behandelten Container ist nicht als solcher gekennzeichnet. Der Zoll zeigt uns Anzeichen von möglicher Begasung, abgeklebte Lüftungsschlitze. Die Fahrer wissen oftmals nicht, ob ihr Container Giftgas enthält oder nicht. Dieser LKW hat abgeklebte Lüftungsschlitze, abgeklebte Türen und verdächtige Aufkleber. Wissen Sie, was da drin ist in dem LKW? Was haben Sie geladen? Also laut Papiere habe ich Spielwaren geladen. Spielwaren aus? Vermutlich aus China. Mhm. Hier sind ja die Lüftungsschlitze zu. Meinen Sie, dass der begast worden ist, Ihr Container? Hinten ist ein Siegel drauf, aber das ist aufgemacht. Und normalerweise, wenn das Siegel zu ist, ist er begast. Und wenn das aufgemacht ist, ist er normalerweise nicht begast. Davon geht man aus. Würden Sie ihn aufmachen ohne? Also ich mache keinen Container, mache ich keinen auf. Auch wenn sowas mit Siegel mal dran war, mache ich keinen auf. Das muss dann der Kunde selbst machen. Der Fahrer wird diesen LKW nicht öffnen, aus Angst vor Giftgas. Die Produkte, die er befördert, landen aber hier, in deutschen Kinderzimmern. Ohnehin kommt der Großteil des Spielzeuges heutzutage aus China. Container von dort sind aber besonders häufig mit Brommethan behandelt. Wie groß ist die Gefahr, dass Reste des Nervengiftes Brommethan noch im Spielzeug sind, wenn diese beim Verbraucher landen? Das Bundesinstitut für Risikobewertung kann keine Entwarnung geben. Wir gehen im Moment davon aus, dass durchschnittlich mehrere Wochen nötig sind, damit die Gase heraustreten. Insbesondere kritisch ist dabei lackiertes Holz, offensichtlich nach den bisherigen Messen. Matratzen sind sehr problematisch. Wir hatten Plüschtiere, Spielzeug auch. Das sind so die Hauptprodukte. Der TÜV Rheinland hat die Ausgasung von Brommethan bei verschiedenen Warengruppen untersucht. Auch diese Ergebnisse sind nicht wirklich beruhigend. Es war so, dass nach 5 Tagen noch sehr hohe Konzentrationen, über 50% des eingesetzten Brommethan im Container nachweisbar waren. Und dass auch die Produkte
ein Stück von dem Brommethan angenommen haben und auch noch Tage, nachdem wir sie aus dem Container genommen hatten, noch ausgasten. Noch erschreckender sind die Ergebnisse, die Professor Xaver Bauer vom Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der Universität Hamburg bei Untersuchungen gemacht hat. Das war Kakaobutter aus Indonesien, mehrere Container voll, mit horrend hohen, mehrere hundertfache Überschreitung von Grenzwerten, bezogen auf Begasungsmittel, ein ganz bestimmtes Begasungsmittel, das heißt Brommethan, was erheblich toxisch ist für den Menschen. Im Hafen von Rotterdam ist das Problem schon länger bekannt. Die Holländer haben strenge Vorschriften erlassen. Begaste Container werden hier in einer abgeschlossenen Halle mindestens 24 Stunden lang entlüftet. Um sicherzustellen, dass kein Brommethan in die Luft entweicht, werden riesige Filteranlagen eingesetzt. Denn Brommethan ist auch ein gefährliches Umweltgift, das die Ozonschicht angreift. Wenn die holländischen Behörden das entdeckten, dass begast ist mit Methylbromide oder Lebensmittel, was in Holland nicht zugestattet ist, dann wird es vernichtet. Es wird einfach zum Verbrennung angeboten. Im Hamburger Hafen werden mit Brommethan belastete Container einfach im Freien entlüftet, falls sie überhaupt bemerkt werden. Denn der Zoll misst die Belastung nur, um seine Mitarbeiter zu schützen und ergreift keine weiteren Maßnahmen. Wir betreiben also hier allein Arbeitsschutz für unsere Beschäftigten, also für die Zollbeamten in der Abfertigung. Und weitergehende Maßnahmen im Sinne des Verbraucherschutzes, dafür haben wir nun kein Mandat. Doch was wird aus dem verdächtigen LKW voller Holzspielsachen? Der Fahrer veranlasst eine Messung durch eine Privatfirma. Dabei werden erhebliche Mengen giftiger Gase festgestellt. Das genaue Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor. Der Container wird derzeit im Hamburger Hafen entgast. In dem Fall haben die Verbraucher Glück gehabt. Doch in vielen Wohnungen könnten Holzmöbel, Matratzen und Spielzeug landen, die noch Tage und Wochen nach der Ankunft aus Asien hochgiftig ausdünsten. Ein Problem, um das sich die deutsche Politik offenbar zu wenig kümmert.